Alter, was geht ab, Leute? Wir sind auf dem Weg zu einem Raid. Gerade einen Glückstausch gehabt mit einem Kollegen, mit einem sehr, sehr alten Kollegen. Trade nenne ich hier neben mir mal ein. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem GG Ice Raid. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. In 5 Minuten ist Treffpunkt. Sehr alter Kollege. 2017 haben wir uns kennengelernt. Da hatte ich gerade erst mit den Videos angefangen, ihr wisst, so Ende 2016. Und 2017, ja, das war noch alles vor dem Hype. Also Hype, ich hatte nie wirklich Hype, aber da war ich halt noch wirklich, wirklich klein. Hat er mich mal angeschrieben und wollte auf eine Scanner-Tour zusammen. Dann sind wir zusammen, also Dimi, Tati, ich und er, auf eine Scanner-Tour gefahren. Und ja, seitdem kennt man sich und ja, ein guter Kollege. Viele, viele Hunderter schon mit ihm zusammengefangen. 100er Trassler im Botanischen Garten. Grüße gehen raus, da hat er mich angeschrieben, das war ein Stundenspawn. Er meinte, yo, wollen wir es holen? Das war so einer der epischsten Momente. Und wir sind endlich Glücksfreunde geworden, haben einen Glückstausch gemacht. Ist nicht mehr so aktiv, also konnte ich ihm geben, was ich wollte. Und er hat mir ein Shiny Alolamauzi gegeben, was halt auf jeden Fall ein sehr nettes Stück für die Sammlung. Grüße gehen raus und danke Felix. Hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. Und jetzt machen wir noch einen Raid. Erstmal, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Das ist wahrscheinlich das zweite, Alter, in diesem Video. Denn das letzte, was ihr gesehen habt, müsste der Lucky Trade mit Felix gewesen sein. Das war noch im letzten Jahr. Wir sind im neuen Jahr 2020, Alter. Und das Jahr fängt schon mal leidend an. Denn diese Szene hier habe ich bereits schon mal gedreht. Ich habe alles gerade gesagt, aber Kamera hat nicht aufgenommen. Kamera ist zwischendrin hängen geblieben. Jetzt muss ich alles nochmal erzählen. Problem ist, ich habe ein paar Sachen im Spiel gemacht. Und ja, die kann ich nicht wiederholen. Ich kann nicht nochmal ein Pokémon erlösen. Aber ich versuche nebenbei nochmal alles einzublenden. Jetzt muss ich mal überlegen, worüber ich eigentlich geredet habe. Auf jeden Fall das Highlight-Video von 2019. Das war echt krass. Solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen. Ich blende es hier nochmal schnell ein. So viele klasse Momente. Ein klasse Moment, der kam am letzten Tag, also am 31. gestern, war ein 100er Rotomorph. Der war nicht mehr lange da und glücklicherweise war ich in der Nähe für Arena, also in der Nähe, auf den Roller und hingeflitzt und noch geschafft. Shoutout gehen raus an die ganzen E-Scooter, also ohne die würde ich eine Menge 100er nicht schaffen. Nochmal eine Nahaufnahme für euch von dieser Schönheit. So, dann habe ich noch gesagt, dass das Event demnächst endet und dann kommt auch schon direkt ein neues Event und zwar das mit dem Schlüpfmarathon. Ja, Doppelbonbons für Schlüpfen juckt nicht wirklich, aber Doppelstaub fürs Brüten. Das wird auf jeden Fall gemacht, durchgezogen und gebrütet. Vor allem mit der Winterbox, die werde ich mir auch gleich nochmal ein paar Mal gönnen. Einmal reincashen, groß und dann auch nochmal in die Box so oft wie möglich kaufen. Und dann auch noch gleichzeitig mit dem Start des neuen Monats, nicht nur mit dem Start des neuen Jahres, gibt es eine neue Feldforschung bezüglich Team Rocket, diesmal mit Crypto Lavados. Genau, und da hatte ich jetzt ein bisschen was gezeigt. Ich habe ein paar Sachen erlöst, 900er. War ein, boah, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Kann man kurz hier schauen. Was war denn das? Ah ja, ein Knuffenser habe ich erlöst. 100er Knuffenser jetzt. Und noch ein paar andere random für die Quest. Denn man muss nur noch 5 erlösen für die Quest. Anstatt 15. Das ist natürlich auch sehr nice. Und man braucht nur noch 3 Tage anstatt 7, glaube ich, waren es davor. Das heißt 4 Tage extra für die Leute um die ganzen anderen Aufgaben. Weil eine Aufgabe ist ja, alle 3 Rocket-Bosse zu besiegen. Das heißt, du müsstest einfach 18 plus dann nochmal die 3 Rocket-Bosse, also 21 Kämpfe machen. Und das ist schon eine große Aufgabe für viele. Und je mehr Zeit die Leute dafür haben, umso besser. Schreibt gerne unten in die Tage eure Meinung dazu. Findet ihr es jetzt besser so mit nur 5 Erlösen? Also das mit den Erlösen, das hat viele zum Leiden gebracht. Ich habe jetzt eine Menge angesammelt dafür. Könntet ihr jetzt eigentlich einfach so erlösen für die Medaille. Werde ich wahrscheinlich dann auch off-camera machen. Aber... Ah ja, Zapdos habe ich euch auch noch gezeigt. Mein Krypto-Zapdos. Aber Müll. Arktus-Müll, Zapdos-Müll, ja, aber das wahrscheinlich auch. Mit dem Trick wäre es, also mit dem damaligen Trick, wäre es echt nice gewesen, wenn man noch Shadow-Pokémon, Krypto-Pokémon tauschen könnte. Und dann, also auf Lucky, dann haben die ja garantiert 12, 12, 12. Höchstwahrscheinlich besser. Und dann erlösen. Und dann, das wäre saftig gewesen für die legendären Krypto-Shinies. Nicht Shinies. Nur Krypto. Es kommt gleich ein Kollege aus Schweinfurt her für einen Glückstausch. Das nenne ich echt Dedication. Alles für den Glückstausch. Ich brauche noch 75 Glückstäusche. Also noch ein paar mehr. Ich habe ja auf dem Kleinen auch noch ein paar. Die habe ich schon mal abgezogen. Die müssen irgendwann mal getauscht werden. Dann gönne ich mir gleich einen Shiny Cossilla. Dann habe ich noch einen Kollegen aus Schweinfurt.
Mit dem wird auch noch direkt getauscht. Da lockt sich der Kollege für den Kollegen ein. Und das kann natürlich dann nur ein normaler Tausch werden. Und ich nehme mir ein Croissant. Vielleicht haben wir da Glück und es wird ein 100er Croissant. Lucky. Weil von den Luckys fehlt, nicht von den Luckys, von den 100ern fehlen mir noch 57 Stück. Und Croissant ist einer davon leider. Aber gibt natürlich noch viele andere. Wenig Flibus könnte ich mir auch gönnen. Taurus wollte ich noch. Natürlich Lapras. Lapras jage ich momentan. Und Lapras ab diesem Monat im Wochendurchbruch. 11.31 wollt ihr sehen. Gibt Shiny Legacy-Attacken. Die Leute sind nicht begeistert. Manche sagen, es ist schlechter als Evoli mit Blumenkranz. Und wenn man ehrlich ist, es ist sogar schlechter als Evoli mit Blumenkranz. Aber ich brauche noch einen 100er. 11.31 will ich sehen. Und das sind wahrscheinlich auch die letzten drei Versuche für die Lapras Quest. Gute 7 Eier war schon heftig. Auch mit den reduzierten Kilometern habe ich jetzt nicht so viele reinbekommen. Aber jetzt noch, bevor der Kollege kommt, gönnen wir uns noch die Boxen. Ja, fing echt leidend an. Ich wollte gerade aufladen und irgendwie hat Google Play immer sich mit der E-Mail-Adresse vom Kleinaccount eingeloggt oder verbunden oder verbinden wollen, sagen wir es so. Obwohl ich ganz normal im Main-Account eingeloggt bin. Und in Google Play war ich auch in der E-Mail-Adresse vom Main-Account eingeloggt. Alles war vom Main-Account und Spiel, also ich ging auf die Münzen, Shop, dann wollte ich auf die Münzen gehen und kaufen und jedes Mal wollte es sich mit der E-Mail-Adresse vom Kleinen verbinden und ich konnte das nicht ändern. Richtig leidend. Und ja, jetzt muss ich Spiel löschen, also deinstallieren. Nochmal drauf, ich habe ein bisschen gegoogelt und die meinten deinstallieren und sowas. Ich hätte auch die E-Mail-Adresse entfernen können, aber deinstallieren und wieder installieren klang simpler und weniger kompliziert und es hat funktioniert. Also ich habe es gelöscht, deinstalliert, dann habe ich es wieder installiert und eingeloggt und jetzt geht's. Problem ist nur jetzt, habe ich den Pokéball nicht mehr verbunden. Jetzt muss ich den neu verbinden, was dann natürlich auch leidend sein kann, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Also 2020 fängt schon mal leidend an. Aber wir gönnen uns jetzt erstmal die Hyperbox. 20 Pässe, ist solide, 3 Glücksäuer. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. 3 Sternstücke, 5 Inkubatoren jetzt. Wobei, jetzt kommt wahrscheinlich auch für das Event irgendwas mit Brüten. Wie sieht es mit der Abenteuerbox aus? Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Also einmal geht auf jeden Fall. Zweimal geht auch, sind 40 Pässe. Dreimal geht auch, sind 60 Pässe. Nochmal viermal. Werde ich so viel raiden jetzt? Shiny Heatran. Raiden ist momentan 140 Pässe. Ich will wahrscheinlich eher Blutmaschine, oder? Jetzt für das Event. Wie viele Bootmaschinen habe ich? Sieht man hier nicht, gell? Muss es hier irgendwo sein. Ich glaube, das reicht doch. Erstmal gebe ich doch nicht alles aus für die neuen Pässe, für die Weihnachtsbox. Naja, wir sehen uns gleich beim Glückstausch, wenn der Kollege da ist. Yo, ich schneide gerade das Video. Es ist so ein Vorsätze-Video. Wie sieht's aus 2020 mit dem Kanal und mit YouTube und mit Pokémon Go und so? Aber der Kollege hat gerade geschrieben und wir gehen jetzt traden. Oder Trades. Waren ja mehrere. Vollbracht. Shiny Pantimimi habe ich ja gegeben für den Kollegen. Denn das war eines der letzten Shiny, die er noch gebraucht hatte. Er hatte sich sehr, sehr drauf gefreut. Und wie gesagt, er ist extra aus Schweinfurt hergefahren. Ich dachte, er kommt irgendwie aus Nürnberg, weil dort studiert er oder so. Aber nee, er ist direkt aus Schweinfurt gekommen. Shiny Pantimimi ist eigentlich schon sehr, sehr krass. Und ich hatte ihm damals gesagt, als er mich angeschrieben hat und gefragt hat, hey, ob er es haben kann, habe ich ihm gesagt, hey, kannst du gerne haben.
weil mir bedeutet es nicht viel und mir ist egal. Und wenn ich damit jemand anderen eine so große Freude machen kann, jetzt gesehen, er ist extra dafür hergefahren, mehrere Stunden, also gebe ich gerne her für sowas. Und der andere Kollege hat einen 96er Giolo Lucky bekommen, nicht schlecht. Wir leider kein 100er Kogason. Aber die Chance ist auf 1:64, also 63 Mal müssen wir noch tauschen. Ne, 62 Mal, ich hatte schon Lucky Kogason. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.